sehe es natürlich im Chat schon ein bisschen vorher. Ja, jetzt zurück zur Lobby. Das ist, ist ein Traum. Ja, Ice-Tea Game. Nice aus. Hallo Hobbit, wie gesagt, also ich nenne dich jetzt einfach mal Hobbit, ne? Und ja, nimm's mir nicht böse, wie gesagt. Warte mal, entmutet werden, ich kann nur ganz kurz, danach bin ich auch weg. Okay, warte mal, ich entmute dich ganz kurz, ne? Wir haben ja gesagt, wir warten noch kurz, bis die Leute vom Rauchen wiederkommen, wo auch immer ihr raucht in eurem Alter, ne, liebe Leute? Ne? Ich muss hier gerade auch nochmal was eingeben. So, lieber Hobbit, dann, du hast jetzt Talk Power. Jetzt müsstest du dich nur noch kurz entmuten. Jo. Hallo, lieber Hobbit. Ja, wie fandest du denn die Prüfung? Ich fand sie eigentlich schwer. Okay. Ja, es tut mir, wie gesagt, du hast ja gesehen, ich wollte dir echt noch, ne? Ich habe dir noch echt versucht, eine Chance zu geben. Wir haben auch nochmal extra 2 Minuten länger gemacht. Aber ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Nicht jeder kann leider weiterkommen, ne? So ist es nun mal. Und ja. Ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Super, super. Ja, ich weiß, du bist ja auch immer, fast immer mit dabei. Und ja, ansonsten, wie gesagt, trotzdem Dankeschön, dass du halt mitgemacht hast, auf jeden Fall, ne? Und ja. Gut, dann machen wir mal weiter, lieber Gloro. Glory, lieber Gloro. Ja, also, ich muss hier gerade noch mal was für die Leute, die später dazu gekommen sind. Mach du schon mal weiter, also ich höre dir zu. Gut. Ich werde das auch gleich bei dir sehen. Dann übernehme ich das Ganze mal. Dass ihr bei mir gerade Standbild habt. Und in der nächsten Prüfung, liebe Leute, ne, wir haben es ja gerade schon erwähnt, ne, da geht es um unser tolles Jump'n'Run. Ihr habt 8 Minuten dafür Zeit und ich schaue mir mal das an, wie es diese Woche halt umgebaut wurde. Ne, der liebe Heino, ne, übernimmt das ja diese Woche, der liebe Pasi ist ja im Urlaub, ne, der wird da ja auch noch das ein oder andere Mal umbauen. Aber ich denke, das ist wieder so ein mittelschweres Jump'n'Run, also für mich natürlich unschaffbar, weil ich Jump'n'Run Noob bin, ne, aber ihr kennt das ja. Und ja, ansonsten, ich poste natürlich nochmal den Multilink, wie immer, ne, ihr kennt das ja. So, wir schauen mal, wie viele Leute sind insgesamt noch im Server. Also wir haben, kurz zur Erklärung, falls die eine oder andere, ja, tschüss, lieber STL, lieber Hobbit, ne. Und, ja, um kurz zu erklären, bei uns ist halt so, wir sind ein Bungee-Cord-Server, ne, wir haben mehrere Spielmodis, also mehrere PvP-Modis halt, unter anderem Sky-PvP, XP-PvP, jetzt habe ich gerade was gezeigt, ne? Also ihr seht hier schon mal was, ne? Für den einen oder anderen, der meinen Stream guckt, ne? Der wird jetzt sehen, worauf ich meinen Mauszeiger habe, wenn er eingeblendet wird. Ich hoffe, ja, er wird eingeblendet. Und ja, genau, das wird es hier bald neu geben, liebe Leute. Ne? Der eine oder andere kennt's, aber es hat sich ein wenig verändert. Ja, und ansonsten 9 Leute schon zu. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an alle. Und liebe Glory, ansonsten würde ich schon mal sagen, wenn du möchtest du das Spiel öffnen oder soll ich das machen, oder? Ich suche gerade noch das richtige Spiel. Gut. Warte mal, 8-4 bist du. Ja, ansonsten hätte ich schon mal ganz gerne jetzt nochmal, um zu wissen, ob alle bereit sind, ihr kennt es ja, ein Hashtag ja im Chat. Ja. Genau, ohne Magie. Hashtag K.O. Du musst ja einfach bei mir im Chat auch das Zeichen Win eingeben. Wenn ihr so ein bisschen zugeguckt habt und schon das Follow dagelassen habt, dann müsstet ihr genug Gloris haben. Heino wieder Hashtag Nudelsuppe. Ausrufezeichen, Foto, seht ihr, wie viel Gloris ihr habt. Und wenn ihr 650 Gloris habt, dann gebt ihr einfach Ausrufezeichen ein und da habt ihr euch eingeschrieben. Ja. Kurze Frage an den lieben Heino. Möchtest du hier auch den Regierang haben oder möchtest du hier GM bleiben? Also ich glaube, das macht kein. Okay, gut. Ja. Du machst das übrigens sehr gut heute, muss ich sagen. Ja, danke. Sehr gut. Ja, ich hoffe, der liebe Famous kann dir auch ein bisschen helfen. Nö, ich habe ihm gesagt, er kann wegbleiben, ich mach's daran. Okay, er aber soll er mal wegen Bagger angucken. Genau, er schaut also hier trotzdem noch mit zu. Ja, wie gesagt, danke für eure Hilfe. Kann ich aufs Klo? Hat gerade gefragt, kann ich aufs Klo? Kann ich aufs Klo? Ja, ziemlich lustig. Und ja, ihr habt 8 Minuten, wie gesagt, Zeit für das Jump'n'Run. Glory, wenn du ready bist, wenn die Regie ready ist, würde ich sagen. Wir gehen schon mal hoch, oder? Gleich kommen ja wieder die Massen, ich hab sonst wieder Angst. Ne? Lieber Famous, ne? Du kennst das ja. Famous ist auch da. So, wir schauen mal ganz gespannt runter. Und lieber Heino, du müsstest jetzt die Leute... Oh, perfekt. Ja, perfekt, ne? Ich wollte gerade sagen, du müsstest die Leute halb unsichtbar machen, aber du machst das schon. Gut, dann würde ich sagen, Glory. Lass das Spiel beginnen. Genau, lass das Spiel beginnen. 480 Sekunden, 8 Minuten. Da kommt die Masse. Oh Gott, da kommen sie. Schon die Masse. Oh Gott, ich sehe sie. Oh Gott. Oh. Sie wollen uns holen, lieber Glory, sie wollen uns holen. Ecke rein. Und, Genau, sieht immer ziemlich lustig aus, wie sie hier die. Ich werde nachher noch wetten.
Wir wetten nachher, wir ermitteln nachher noch den Gewinner hier von Devil's Castle, da könnt ihr nachher auch noch ein bisschen wetten. Medusa weiß, wie das funktioniert. Das erkläre ich euch aber später auch. Ja, zur Not kann ja der liebe Medusa das auch kurz mal im Chat oder sowas bei dir drüben reinschreiben bestimmt, wie das funktioniert. Oder ihr schaut bei... Ich hab das im Griff. Oder ja, oder gut. Oder ich schaue beim lieben Glory natürlich in die Beschreibung rein. Ne, da steht auch ganz, ganz viele wichtige Sachen. Genau, da steht es auch. Stimmt. Genau. Da habe ich auch schon relativ viel reingeschrieben. Ja. Was denn so geht. Ja, ich musste mittlerweile ganz schön lang. Ich bin aber auch ehrlich, tatsächlich, ich musste es mir auch zweimal durchlesen, nur damit ich es verstehe. Ja, weil das Problem daran ist, dass wenn du kannst es so, ich schreibe das immer vorher einfach mal so ein bisschen sauber hin. Mhm. Und wenn du das dann aber da reinklickst, dann ist ja wieder alles durcheinander. Also ich habe das gestern auch nochmal gesehen und muss das alles wieder so ein bisschen ordnen, dass man das auch besser lesen kann, weil das einfach dann zu viel sonst ist. Hier sind die ersten sind durch, Domdom ist schon wieder durch. Ja, Domdom ist der Superprofi, ne? Der Gold Dragon der will hier heute abräumen, ne? Und hier kommt lieber Domdom, ich hoffe, du nimmst auch meinen Kopf als Ehre. Achso, du hast schon einen. Oh, Activity Chris, ja, dann hast du ihn halt aufgesammelt. Ist auch okay. So, und hier Skull Hunter. Genau, und wenn ihr, wie gesagt, wirklich gutes Internet habt, liebe Leute, schaut im Multistream dazu. Schaut im Multistream dazu mit zu. Ja, und ansonsten, es sind noch 380 Sekunden. Medusa. Info, Gloris. Genau, und ich guck mal, wer treibt sich denn hier noch um? Wer treibt sich denn hier noch um? Jo, der ein oder andere springt hier schon beim ersten Sprung daneben, oder wie sehe ich das hier? Es nervt man mit, wenn man zurückgepackt wird. Phoenixal? Okay. Sveni, hast du auch die gleichen Probleme? Also jetzt beim Springen ist klar, dass du es nicht schreibst. Okay. Warum nicht? Ja gut, Sveni schafft das auch noch im Sprung, so wie ich sie sonst immer Jump'n'Runs machen sehe, ne? Oh, ich sehe, heute geht's sogar durch den Baum durch. Das ist ja auch sehr, sehr tolle Idee, muss ich ja sagen. Den Baum? Ja, hier. Ich werde hier auch mal einmal durchlaufen mit euch, liebe Leute. Lasst euch bitte nicht durch mich behindern. Ich hoffe, ich behindere euch nicht. Oh Gott, jetzt kommen so viele, ich gehe lieber wieder raus. Ne? Ja. So, jetzt mal Hashtag Winner. Beefy Boy. Oh, das war schade. Na, lieber Geogamer oder lieber alle anderen natürlich, die, wenn ich euch nicht mit dem Minecraft-Namen anspreche, tut es mir echt leid, aber das ist schwierig zu merken. Na, seitdem es auch bei Minecraft die Möglichkeit gibt, den Namen zu merken, habe ich so viele User vom Namen mehr aus dem Kopf verloren. Na, ich kenne viele tatsächlich, ne? Beziehungsweise eigentlich fast jeden. Na? Ich glaube, es gibt eigentlich keinen, der mit mir noch nicht geredet hat, oder? Hoffentlich. Liebe Leute. Ne? Ja. So, wer schwört hier noch? Schon eingeschrieben, wie Chris, deswegen. Der hat dir dann, der hat dir die 650 Glories abgebucht. Hier direkt von deinem Konto, deswegen hast du momentan nur einen. Ja, da wieder schlau ausgerechnet, liebe Glory, ne? Jetzt stehst du nur mit einem Glory da, weißt du? Jetzt stehst du momentan mit einem Glory da, aber wenn du noch weiter guckst, hast du gleich wieder 10 Minuten, hast du 51 Glories. Ja, guckst du dann nochmal 10 Minuten, hast du 101 Glories, ja? Das ist, das steigert sich alle 10 Minuten. Du kriegst, pro Minute kriegst du 5 Glories, und die werden alle 10 Minuten ausbezahlt, also alle 10 Minuten 50 Glories. Mhm, so ist das. Ja, und liebe Leute, wenn was ihr das... bringt. Was das bringt, ja, sag du erst. Ja, nee, ich hätte sonst gesagt, wenn es euch interessiert, liebe Zuschauer, oder alle, die das im Nachhinein noch sehen, oder vielleicht irgendwo bei Glory oder so noch gesehen haben oder so, wenn ihr das bei mir auch haben wollt, unbedingt, ne, dann lasst mich das wissen, dann richte ich das ein. Nur ich habe es halt bisher tatsächlich noch nicht gemacht, weil es bei mir halt tatsächlich, ja. Ich spiele halt auch gerade Rocket League momentan, dann spiele ich hin und wieder wird jetzt dann auch FIFA kommen, hier Ultimate Team. Da kommt jetzt dann auch wieder das neue FIFA raus, da werde ich sicherlich auch mal reinschalten. Und den einen oder anderen interessiert das doch, und da werden wir dann als auch drauf wetten. Hier zum Beispiel, wie viele Tore fallen im nächsten Spiel beispielsweise. Solche Dinge finden dann statt und ja, macht dann einfach Laune. Was es bei mir zum Beispiel auch noch geben wird, das kommt mit der Zeit noch, da bin ich jetzt noch nicht zum Einrichten gekommen, ist das ja einfach mit den Glories so eine Art, jeder hat schon mal Stefan Raab hier Dings geguckt, wie heißt TV Total, der hat hier vorne dran so ein Board, wo man auf seine Knöpfe drückt und dann kommt irgendwas Lustiges, wird irgendwas Lustiges eingeblendet. Und sowas werde ich dann auch einführen über den Bot, dass wenn ihr so und so viele Glories habt, dass ihr dann einfach... ja, so lustige Dinger reinhauen können, dass wir einfach zusammen das Programm, das was läuft, gestalten können. Und ja, so Sachen werden noch dazukommen. Und wenn euch irgendwie ein Lied oder so nicht passt, dann könnt ihr auch mit den Glories die Lieder skippen und lauter so Geschichten. Also
es gibt einfach, es gibt massig Dinge, die man damit anstellen kann mit dem Bot. Hm. Ich muss, muss mich da zum Beispiel auch noch einfuchsen. Oder was man zum Beispiel auch machen könnte, wenn wir, wenn der gute Seta und ich zusammen Arma spielen. Oder Altes Live hier und wollen eine Bank überfallen, dann könnt ihr da richtig mitmachen, ja? Also dann gibt lauter so Dinge. Ja. Die du, ja, ist geil. Also du kannst echt viel mit anstellen und das ist halt alles noch so ein bisschen am Anfang. Also das kommt so nach und nach. Also das mit den Einbindungen, finde ich tatsächlich ziemlich cool. Nur was ich auf jeden Fall bei mir hundertprozentig, also das kann ich schon mal sagen, das werde ich bei mir hundertprozentig, tausendprozentig nicht machen, dass ich einen, so beim Nightbot, das ist auch ausgestellt, normalerweise könnte man da sich auch Titel und sowas halt wünschen, naja, aber das werde ich bei mir definitiv nicht anmachen. Das hat einfach den Grund und die Bewandtnis, erstens, es gibt da Leute, die natürlich ein bisschen mit Schugge im Kopf sind, ne, die dann irgendwelche, komischen Musiken sich wünschen. Also es gibt wirklich so Terrormusik, wo man halt Leute mit trollen kann. Das habe ich schon bei manchen anderen Streamer auch gesehen, die das gemacht haben. Naja, und von da aus wird es Musik tatsächlich bei mir nicht geben. Also nicht nur wegen dem Trolle, sondern bei mir hat es auch die Bewandtnis, ich will meine Videos auch alle bei YouTube halt hochladen. Also hier auch die Streams natürlich und weiß ich was alles, die werden alle natürlich auch bei YouTube später veröffentlicht und dort, ne, kennt ihr ja das GEMA-Problem, beziehungsweise das Musikproblem allgemein, ne? Da ich dafür keine Lizenzen natürlich habe, ne? Also kein YouTuber hat Lizenzen für große GEMA-Musik, außer der wirklich Riesenleute sind, die 1 Million dafür ausgeben. Aber ja. Von da aus wird es, also Musikwünsche und sowas wird es bei mir nicht geben. Lohnt sich dann mal, wenn wir streamen, hier, was weiß ich, 1000, 2000 Zuschauer haben, die, was weiß denn ich, was alles dazu spenden, dann kannst du damit immer anfangen, aber so funktioniert das nicht. Das ist einfach, das sind auch Riesenkosten, musst du mal überlegen. Mhm. So, funktioniert doch, Chris. Siehst du? Es sind noch 40 Sekunden. Eieiei, sind hier noch der Wapiti Blocks und der Mini-Bauer. Ja, ich glaube, liebe Leute, ihr könnt ja mal schreiben, wie war denn diese Runde das Jump'n'Run? Die Leute, die es schon geschafft haben, war es sehr, sehr leicht? Schwer? Leicht? Schwer? Leicht? Schwer? Mittel? Naja, war AFK. Tektum-LP, wie lange warst du denn AFK? Aber da können wir ja nichts für, ne? Das tut uns... Na, wir machen auf jeden Fall, machen wir nochmal 3 Minuten, liebe Leute, ne? Wir machen heute echt, wir sind heute echt sehr, sehr großzügig, ne? Oh, jetzt hat sich mein Minecraft wieder... Ihr habt das auch wieder mit so Wänden gemacht, hier mit so lila-rosa Wänden, wo man hier beim nächsten Spiel... Achso, nee, wir sind ja noch beim anderen Spiel. Ja, mein Minecraft ist gerade wieder abgeschmiert. Was ist denn heute mit Minecraft los, sag mal? Minecraft läuft super. Ja, ne, ihr seht jetzt gleich bei mir auch wieder, genau. So, jetzt seht ihr wieder, ja, was. Genau. Das ist, genau, Chris, das ist, sind auch Ränge, also umso mehr Gloris ihr habt, umso mehr oder umso höher steigt ihr auch in den Rängen und umso mehr Rechte bekommt ihr dann nachher. Zum Beispiel gerade mit der Geschichte hier, mit diesem Board, wo ich angesprochen habe von TV Total, das kann dann natürlich nicht jeder machen, der hier gerade frisch dazukommt. Das machen dann die, die einfach schon dementsprechend im Rang gestiegen sind und sich das erarbeitet haben. Weil sie einfach schon länger zugucken, weil sie treue Zuschauer sind und ja, die können das dann machen. Das kann dann nicht jeder x-beliebige machen, der dazukommt, sondern das kommt mit der Zeit. Hm. Das stimmt. Ist auch so, sind dann alles so Drollinstrumente. Also wie gesagt, jemand, der länger zuguckt und sich das in Anführungsstrichen durch das Zuschauen, durch die Zeit, die er in das Zuschauen investiert hat, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich den Chat nebenbei noch gelesen habe. die Gloris, die er verdient hat, dadurch, dass er einfach zugeguckt hat, habe ich den Faden verloren. Naja, du wolltest wahrscheinlich sagen, umso länger man natürlich bei dir zuschaut, umso leichter verdient man halt, also beziehungsweise man verdient dann dadurch Gloris und man kann dann dadurch sich jetzt... Genau, ich hab's wieder. Ja? Weil, danke, Seta. Gerne. Genau. Ihr verdient euch das und jemand, der jetzt, was weiß ich, beispielsweise so 10 Stunden, 20 Stunden zuguckt oder jeden Samstag oder jeden Montag zuguckt, weil er sagt, hey, das ist geil, das gefällt mir, weil ich montags zum Beispiel Wetten mache, ja, der wird nicht auf die Idee kommen oder wird... Es ist relativ unwahrscheinlich, dass so jemand auf die Idee kommt, der meint, er muss mich hier im Stream trollen. Das sind treue Zuschauer, die Bock drauf haben auf das, was ich mache. Hm. Und die haben sich das dann auch verdient.
Das ist zumindest. Ja, gut, ich meine, dass man das nicht verhindern kann, also Gottes Willen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass mich bei YouTube oder so noch niemand getrollt hat, also das, ne, ja, das ist tatsächlich schon ziemlich oft vorgekommen. Ne, aber glücklicherweise kann man ja bei YouTube so schön seinen Filter selber einstellen und sowas halt, und bei mir wurden seitdem alle Nachrichten mit machst ja super geile Videos, habt ihr mal ein Abo und ein Like da gelassen, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Dann denke ich mir, nein, werde ich das nicht. Das ist verhindern. Also ich guck ganz gerne mal auch, also ne, obwohl es nicht glaubt wahrscheinlich, ich guck auch ganz gerne mal bei unseren Usern vorbei, also bei unseren YouTubern sozusagen, die halt auf dem Server halt was machen. Dort schaue ich auch ab und zu mal vorbei. Auch natürlich lieber Delta Eye, ne, bei dir habe ich auch schon vorbeigeschaut. Ne? Und seid loyal. Wir sind schon so loyal, alter Falter. Ne, ich weiß gar nicht, wie lange sollen wir denn loyal sein, lieber Glory? Eigentlich wäre es vorbei. Ja, ich habe schon gesehen. Ich guck gerade, werde noch unterwegs. Ja, ich guck auch noch mal kurz. Wir werden noch mal kurz einen Umflug machen. Oh, warte mal. Das ist hier 1, 2, 3, 4. Oh, da kommen noch mal eine Menge hoch. Die Rosen Place ist auch noch unterwegs. Also, ich würde sagen, noch 2 Minuten. Gut, dann. Jo. Aber die letzten 2 Minuten. Genau, das sind die letzten 2 Minuten, liebe Leute. Wir sind. Delta, tatsächlich fand ich das Video von dir okay. Also, okay ist natürlich gut. Und du solltest aber keine, ich glaube, du warst das mit I Love Radio Musik, ne? Also die solltest du nicht nehmen. Ne, das ist das Thema, was ich auch gerade angesprochen habe. Aber ansonsten, such nach einfach Royalty-Free Musik, ne? Und dann mach eine Verlinkung von der Musik halt rein, nicht, dass dein Kanal gesperrt wird. Ja, Mashup Radio auch nicht. Weil du hast keine Lizenz dafür, das ist, selbst wenn es nur Mashups sind, ne, das sind halt GEMA-Sachen. Teilweise. Nicht alles, aber teilweise. Genauso ähnlich wie bei Dubstep, also es gibt jede Menge Royalty-Free Dubstep oder sowas halt, oder Royalty-Free Music halt, oder, ne? Ja. Und ansonsten Minibauer, uiuiui. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Jump'n'Run heute mittelschwer ist. Also ich würde, für mich ist es unschaffbar, sag ich schon mal, aber ja, für jemanden, der so öfter Jump'n'Runs oder so macht, denke ich mal, sollte es mittelschwer sein. Jetzt habe ich wieder den Multistream-Link nicht mehr im Hammer. Ja, ich bin heute schon zweimal also vom Minecraft runtergeschmissen worden. Was? Schon wieder geteilt? Nee. Also eben gerade davor, aber jetzt nicht mehr. Also jetzt gerade nicht. So, das hier noch einmal. Das hier, jetzt seht ihr live dabei, wie ich hier was bearbeite, liebe Leute. Die Chancen sind groß heute. Giveaway zu gewinnen bei mir sind momentan relativ groß. Es sind zwar viele vorbeigekommen und haben gefollowt und haben gesagt, ja, da mal rein, aber eingeschrieben für das Giveaway haben sich bisher erst 4 Leute, also 4 Leute, da sind die Chancen momentan noch 25%. Bei mir seid, natürlich Ausrufezeichen Win noch eingeben in den Chat, also bei mir in dem Twitch-Chat.